Marschbefehl und der kommt jetzt gleich, wenn die Ampeln langsam angehen. Das ist jetzt der Fall. 3, 4, 5 und wenn das Licht erlischt, dann ist freie Fahrt für 22 DTM-Boliden und vor allem für Gary Perfitt, der einen Riesenstart erwischt, direkt an Christian Vitoris vorbeigeht und innen taucht schon Jamie Green im Audi auf. Die erste Ecke, da gibt es Berührung und es knallt. Dirk Werner wird umgedreht und viele Autos abseits des rechten Bandes der Tugend. Und da war eine klare Ansage in der Fahrerbesprechung. Ja. Auch in der Startphase ist es verboten, die weiß markierten Linien mit allen vier Rädern zu überfahren. Da waren es jetzt einige. Da hat aber mir vorher zum Beispiel Robert Wickens erzählt, wenn man sich keinen Vorteil verschafft, dann darf man es in der ersten Runde durchaus mal tun. Weil man muss ja ausweichen, man kann ja nicht... Ja, einfach so in den Kollegen hineinkrachen. Offiziell wurde es bisher so gehandhabt. Hier will man eine klare, harte Linie fahren, weil wir so viel Diskussionen bisher hatten. Aber Gary Paffett, und das wundert uns überhaupt nicht. Dieses nur macht man da in ganz großen Anführungsstrichen. Car Number 16 under investigation. Das heißt, es ist ein bisschen was gewesen mit Andy Prio und da untersucht man das natürlich ein bisschen genauer. Ganz genau. BMW intern, was natürlich dann ein Jens Marquardt bisher natürlich ein Höhenflug für die Münchner da nicht so gerne sieht. Wir gucken noch mal in die erste Ecke. Ja, und da ist Dirk Werner tatsächlich deutlich reinzubringen. Es hat in den ersten drei Rennen funktioniert. Und schön, dass wir noch ganz andere Möglichkeiten plötzlich von Seiten des Teams sehen, die was ausprobieren. Ja, so viel zum Thema Pleiten, Pech und Pannen bei dem Mann aus Rosenheim, Martin Tomczyk. Also er hat offensichtlich an die Jahre Anschluss gefunden, in denen schon mal überhaupt nichts fehlt.